Motherfucking Middlefinger Shotgun! Da ist er, der Aporet-Schrank. Warum zum heiligen Fick braucht man so eine Brille? Das ist ein bisschen wie Pac-Man. Nach Crack. Hier sind noch ein bisschen Körperflüssigkeiten drauf. Hört auf, über meine Hobbys zu urteilen. Maximaler Grip für eure Nose. Wusstet ihr eigentlich, wie man Matcha-Tee macht? Eine Rührschale. Matcha-Pulver. Knapp 100 Milliliter heißes Wasser. Bambus-Schneebesen. Damit löst ihr jetzt ein wenig das Pulver auf und schlagt dann so kräftig ihr könnt die Scheiße aus dem Tee. Melixi, Bexi. Nam, 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 nam. Zusammen und willkommen zu einem neuen kleinen, aber feinen Review meinerseits. Heute geht es, wie ihr sehen könnt, um Spekuliereisen, wie meine Oma früher zu sagen pflegte. Moment. Und Assis von heute sagen Nasenfahrrad oder Vier-Augen-Kind. Snapchat sagt dazu Spectacles. Eine super fancy Sonnenbrille mit ganz viel technischen Schnickschnack drin. Ein Kamera-App-Hersteller, der Sonnenbrillen macht. Das ist ja fast so merkwürdig, als würde ein Sonnenbrillenhersteller Kameras machen. Oh shit, nicht unterfallen. So, und die Dinger gibt es aktuell in New York von sogenannten Robotern in einem Snapchat-Store zu erstehen für knapp $140. Importieren und dann kaufen bei typischen Arschlochhändlern bei eBay kostet mal wieder das Doppelte, also knapp 300 Euro. Und die Brillen gibt es in Schwarz, Blau und Pink. Und ich dachte mir, holy shit, wenn man so etwas Einfaches und Klassisches wie eine Sonnenbrille jetzt einem modernen Hipster-Unternehmen wie Snapchat überlässt, was mag wohl dabei herumkommen? Also, wir haben draußen die Packung. Spectacles, die Brille, die drin ist, in schwarz und Code, just for Snapchat. Wow, lass mal aufmachen. Fuck! Also, was ist, fuck, was ist denn... Ach Gott, also, wir haben Dinge. Hello! Spectacles.com. Bla bla, ja, okay, Rückgabe, toll. Und das Auge. Lass mal aufklappen. Also das sind wahrscheinlich ein paar Empfehlungen. Hudson River, East River und hier ein paar Dinge. Wahnsinn, das bringt mir hier in Deutschland ungefähr nichts. Ja, dann lass doch mal gucken. Nein, Moment. Relativ schweres, aber dafür robustes Brillen-Etui, Brillencase. Gelb mit schwarzen Punkten. Also ein bisschen wie die Tigerente nach dem Duschen. Und hier hinten den Port zum Aufladen. Dazu kommen wir gleich nochmal. An der Seite haben wir ein Knöpfchen, wo man sehen kann, wie viel Akku noch in dem Ding drin ist. Denn das hier ist nicht nur ein Brillen-Etui, sondern auch gleichzeitig ein Ladecase. Und jetzt kommt's, wenn wir es aufmachen. Oh, das war irgendwie komisch. Sehen wir die Brille und sie sagt uns, sie ist voll. Packen wir es mal beiseite und was wir sehen können, ist das Ladekabel. Fancy. Gewebtes USB-Kabel. Ah, es erinnert an den guten alten MagSafe. Also ungefähr so. Klack. Laden. Klack. Nicht mehr laden. Klack. Laden. Klack. Nicht mehr laden. Jetzt kommt's. Diese Anschlüsse hier sind gleich. Das heißt, man könnte die Brille entweder so direkt per Kabel laden oder unterwegs eben in diesem Case und dann ist sie geschützt. Awesome! Und um das Thema Akku schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, maximal 4-mal könnt ihr die Brille mit dem Case wieder aufladen. Ist ein bisschen wie Pac-Man nach Crack. Bla, bla, bla. Nun kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben und zwar... Warum zum heiligen Fick braucht man so eine Brille? Hier sind noch ein bisschen Körperflüssigkeiten drauf. Natürlich nicht meine, wobei das wäre noch komischer. Ohne Witz, wie reviewt man denn bitte eine Brille? Sehe ich aus wie ein Beauty- oder Lifestyle-YouTuber? Vielleicht werde ich immer einer. Jetzt, wo du hier so nackt vor mir liegst. Mal kurz ein paar Alternativen im Vergleich. So sehen sonst Sonnenbrillen aus, ohne fancy Technik mit drin. Die sind gar nicht mehr so weit auseinander. Nur, dass die hier doch noch einen Tick flippiger und fancier aussieht. Zumindest ist sie hochwertig. Und das, obwohl hier Technik drin steckt, wie zum Beispiel Kameras. Yay, denn das ist nämlich auch das Geheimnis dieser Brille. Die man sonst immer nur bei Pearl für 40 Euro so eine Art Spionbrille bekommen konnte. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Eine Brille, die unisex ist. Auf kleinen Köpfen habe ich es probiert, funktioniert und mein dicker Schädel kann damit auch umgehen. Nur, dass es dann vielleicht von vorne doch ein bisschen sehr rund aussieht. Hier auf der rechten Seite sehen wir die Spectacles-Gravur und auf der linken Seite Designed by Snap Ink. Absolut rutschfest, maximaler Grip für eure Nose. Tja, zu der Brille kann man also nicht mehr sagen. Das heißt, lasst uns doch mal auf diese technischen Finessen eingehen, die sich hier drin verbergen. Und zwar links und rechts sind so zwei kleine Knubbel. Hat auch einen Grund, denn hier links sitzt die Steuereinheit plus Akku und hier rechts sitzt die Kamera. Wenn wir uns das mal von vorne angucken, hier seht ihr die Kamera, die Videos maximal mit 720p aufzeichnen und übertragen kann, bisher. Und hier rechts ist eine Art Sensor bzw. LED-Ring, der euch bestimmte Dinge anzeigen kann, wie zum Beispiel, wenn man zweimal drauf tappt, den aktuellen
Akkuladestand. Und wenn man oben einmal drauf drückt, sieht man, dass eine Aufnahme läuft, in dem sich dieser Kreis schnell dreht. Snapchat kennt ihr. Snapchat bedeutet 10 Sekunden Videos. Und ihr könnt maximal zweimal nochmal drauf drücken, um eure Story, euren Snap bis auf maximal 30 Sekunden zu erweitern. Was aber heißt, dass trotzdem dreimal 10 Sekunden Videos auf eurem Telefon landen. Und das Spannende dabei ist, es geht einfacher, als ihr jetzt vielleicht denkt. Ihr macht nämlich einfach Snapchat auf, geht in die Einstellungen, dort habt ihr schon den Menüpunkt Spectacles. Und wenn ihr die Brille zum ersten Mal einschaltet, dann wird sie direkt hier unten angezeigt. Und ich habe sie Spekuliereisen genannt. Eine Hommage an meine Oma. Und eine Rebellion gegen all die Spasten, die etwas anderes gegen Brillen sagen. Das sage ich als Brillenträger, als waschechter und überzeugter Brillenträger. Schon seit meiner Kindheit. Und gleichzeitig könnt ihr natürlich auch schauen, was mit eurer Brille los ist. Oder wie euer Akkustand ist. Und hier kann ich euch sagen, nach paar Mal mit dem Ding nun aufnehmen und unterwegs sein, der Akku hält für 80 Takes. Das heißt, 80 Mal drückt ihr auf diesen Knopf und dann ist der Akku leer. Also im Grunde okay. Ja, aber wie kriegt man jetzt die Sachen von da nach da? Es gibt keine Speicherkarte, sondern alles funktioniert entweder per Bluetooth oder per WLAN. Das heißt, Aufnahmen nur fürs Internet, nur für Snapchat werden schnell per Bluetooth übertragen, ohne dass ihr etwas drücken müsst. Das funktioniert automatisch. Wenn ihr aber das Ganze in HD haben wollt, dann müsst ihr die Brille mit WLAN verbinden. Und dafür gibt es nämlich hier oben den Knopf, hol's dir in HD. Und das habe ich jetzt schon mal gemacht, weil das kann nämlich auch ein bisschen dauern. Lasst euer Handy eingeschaltet. Lasst es nicht von alleine ausgehen, sonst müsst ihr immer wieder die Übertragung neu starten. Und das ist ganz schön pain in the ass. Letztens lagen auf dem Ding knapp 300 Aufnahmen und ich konnte sie nacheinander überspielen. What the fuck? Ah, schon irgendwie witzig, oder? Was man mittlerweile mit einer Sonnenbrille so machen kann. Aber jetzt fragt ihr euch, wie ist denn die Bildqualität? Und da das Ding ja wirklich prädestiniert dafür ist, überall hin mitgenommen zu werden, habe ich das auch gemacht. Hey, hast du Hunger? Hast du Bock, Bocker? Autofahren kann schön sein, nicht immer. Wenn die Sonne mal rauskommt, wunderschön. Minus 9 Grad, oh Gott. Ein schöner Tag. Geil, da ist er, der ApoRed-Schrank. Und, was ist euch schon aufgefallen? Genau, das Bild sieht anders aus als sonst. Es ist ein Kreis. Ja. In der App kann man das Ganze hochkant, aber auch quer sich angucken und ein bisschen hin und her wippen und somit noch ein bisschen am Blickwinkel spielen. Dynamikumfang ist völlig okay für so eine kleine Kamera. Im Dunkeln funktioniert es auch und der Ton ist überraschend gut. Wohl auch, weil die Kamera so dicht an eurem Mund sitzt. Heißt aber auch, weil das Mikrofon so dicht an eurer Nase dran ist, dass man euch die ganze Zeit atmen hört, wie so ein kleiner... Okay, reicht. Hört auf, über meine Hobbys zu urteilen. Vom Style und vom Bild her kann sie locker den aktuellen Action-Cams Konkurrenz machen. Tja, was lässt sich im Endeffekt zu der Brille sagen? Das System ist einfach umgesetzt, idiotensicher und funktioniert. Das Aufnehmen hat wunderbar geklappt, ohne irgendwelche Abstürze. Auch nach mehreren hundert Malen war nichts. Das Aufladen geht fix, der Akku hält zuverlässig und die Aufnahmen landen da, wo man sie will und kann sie auf seinen Computer übertragen und Halleluja! Wieder ein Produkt, über das man nicht haten kann. Was ist denn momentan los? Sind die Hersteller etwa dabei, gute Produkte rauszubringen? Sag mal, ich brauche wieder Kackprodukte. Ich brauche Kackprodukte. Solltet ihr also die Möglichkeit haben, an so ein Ding ranzukommen, holt's euch. Ah ja, nochmal ganz kurz etwas an all diejenigen, die es für so viel Geld verkaufen. Motherfucking Middlefinger Shotgun! Wobei eher Minigun. Was meint ihr zu dem Ding? Postet das doch mal in die Kommentare. Oh, und ach ja, richtig. Moment. Ich habe tatsächlich noch eine in Schwarz bei mir rumliegen, die ich jetzt für euch verlosen möchte. Die behalte ich. Und die hier geht an euch raus. Schreibt dazu einfach einen oder in euren Kommentar, was ihr mit der Brille so anstellen wollen würdet. Und dann schauen wir mal die nächsten Tage, wer der, die das glückliche Gewinner ist. Kussi-bussi! Jetzt an mir rumspielen!